Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Space Engineers, die Xbox Beta. Mein Name ist PetID und ich freue mich, dass ihr dabei seid, denn wir werden heute etwas ganz was anderes angehen. Und zwar, ich nutze die Beta eigentlich, ja, um es ein bisschen herzuzeigen, das Spiel, um es euch vielleicht schmackhaft zu machen, dass ihr euch entscheidet, ja, dem Spiel eine Chance zu geben. Und da ich ja die letzten paar Folgen schon ein paar Mal, ja, die Folgen wie eine Art Tutorial missbraucht habe, habe ich mir gedacht, warum mache ich nicht gleich weiter und zeige wieder etwas der fortschrittlicheren oder vielleicht auch komplizierteren Technik dieses Spiels her. Und zwar werden wir uns heute mit dem lieben Projektor beschäftigen. Ja, es gibt ja die Möglichkeit, Schiffe als Bauplan oder sogar Basen und Fahrzeuge als Baupläne abzuspeichern, diese in den Workshop hochzuladen, damit andere sich den dann runterladen können und das Ding nachbauen können. Gut, wir haben ja schon diesen Rover da in den Workshop hochgeladen. Ich habe aber natürlich auch mit anderen Spielständen, wo ich mit ein, zwei Kumpel zusammen andere Sachen gebaut habe, ebenfalls in den Workshop hochgeladen. Und das werden wir heute auch gleich nutzen, um den Projektor zu demonstrieren. Ich sollte nur die Teile vielleicht mitnehmen. Das heißt, wenn wir im Baurad auf Production and Medical gehen, haben wir rechts unten den Projektor. Da gibt es natürlich auch den großen oder den kleinen. Wechselt man mit LBY. Wir nehmen den großen, denn der große Projektor kann Large Grid Sachen bauen und der kleine Projektor kann nur Small Grid Sachen bauen. Das Schiff, was ich mit euch bauen möchte, ist ein Large Grid Schiff. Das heißt, wir brauchen auf jeden Fall den großen Projektor. Das heißt, ich setze mir das Ding in den Bauplan hinein, gehe zu meinem Assembler. Ich habe die Dinger natürlich im Vorhinein schon gebaut und sage jetzt einfach nur, bitte alles rausnehmen. Sehr gut. Und dann müssen wir das Ding natürlich irgendwo platzieren, wo es mit einem Stromnetz verbunden ist. Und da wird es jetzt ein bisschen interessant, denn dieses Ding schaut eigentlich aus wie eine Kugel, die an allen Seiten so LEDs hat. Aber bei dem Ding gibt es genauso ein vorne, hinten, oben und unten. Und zwar, wenn wir uns das anschauen, machen wir lieber so, dass ich ein bisschen schwebe. So, hallo, ja, gut. Wenn wir das Ding drehen, sehen wir, hier gibt es eine Seite, wo zwei so schwarze Streifen reinfahren. Einer von oben, einer von unten. Wenn wir etwas höher gehen, sehen wir, da oben ist eine Seite, wo vier Streifen reinfahren, also vier so Klammern, links, rechts, oben und unten, und das definiert oben. Das heißt, so wie er jetzt gerade das Hologramm platziert ist, werde ich das Ding auch bauen. Schweißen fertig und jetzt kann man sogar noch besser sehen. Das heißt, wir sehen hier rundherum überall keine Klammern. Auf dieser Seite sind zwei Klammern, eine oben, eine unten, das ist die Vorderseite. Und hier sehen wir vier Klammern, das ist die Oberseite. Gut. Jetzt muss man das Ding natürlich auch einstellen. Ich habe mir hier extra jetzt einen Sitz hergesetzt, denn wenn ich mich da reinsetze und die Außenperspektive auswähle, haben wir da eine schöne, weit entfernte Sicht, mit der wir dann das Schiff auch ganz gut sehen sollten, sprich das Hologramm des Schiffs. Wenn ich jetzt ins Control Panel gehe und den Projektor raussuche, habe ich hier in der Mitte den Punkt Blueprints. Wenn ich das anklicke, komme ich ins Blueprint-Menü und kann hier alle meine gespeicherten Blueprints auswählen, beziehungsweise auch die Blueprints, die was im Workshop sind. Alles einmal irrelevant. Wir nehmen einen Blueprint, den wir hier lokal gespeichert haben, und zwar nehmen wir da die AUT Tachi. Ein Schiff, was ich gebaut habe für Weltraummissionen. Gut bewaffnet. Ist zwar nur ein Papierflieger, weil er schwache Panzerplatten hat. Ich habe auch eine Version mit schweren Panzerplatten, aber das Ding zu bauen ist dann wiederum enorm ressourcenaufwendig. Das heißt, wir nehmen mal die normale Tachi. Und jetzt sehen wir, dass uns der Projektor, steigen wir mal aus, das Ding hierher projiziert. Aber die steht natürlich ein bisschen zu nah. Und ich hätte auch gern, dass dieser Anschlussring, den ich da habe, in diese Richtung rüber zeigt. Das heißt, ich muss das Ding jetzt anpassen. Das heißt, ich setze mich da wieder rein, gehe in die Außenperspektive, drehe die Kamera ein wenig, wähle wieder den Projektor aus, und wenn ich jetzt weiter runter wandere, habe ich hier verschiedene
Offsets. Horizontal, wenn ich das jetzt umstelle, machen wir so, sehen wir, dass das Ding nach links bzw. nach rechts wandert. Das wollen wir aber natürlich alles nicht. Das heißt, wir stellen das Ding wieder am besten auf 0. So. Dann haben wir den Vertical Offset. Das ist natürlich genau rauf, runter. Und dann haben wir den Forward Offset. Das ist eben quasi von uns weg, sprich in diese Richtung schaut der Projektor. Das heißt, wenn ich hier jetzt gehe auf Forward Offset, schiebt er das Ding quasi von uns weg. Schauen wir nochmal nach. Genau, jetzt ist das Ding ein bisschen weiter weg. Ist schon interessanter, es hat noch immer genug Freiheit zum Boden. Aber ich muss das Ding noch weiter drehen, damit dieser gelbe Ring in diese Richtung schaut. Das heißt, wieder hinsetzen, kann man ein bisschen drehen, dass wir näher sind. Das Offset könnte man vielleicht ein bisschen weniger stellen, dass nicht allzu weit weg ist. Das muss ich noch auf 0 stellen. So, dann Forward Offset, gehen wir vielleicht ein bisschen runter. Ja, so soll das passen. 4 Abstand. Jetzt haben wir die Möglichkeit Pitch, Yaw und Roll. Das Problem ist, dass meiner Meinung nach und auch der Meinung vieler anderer, dass Pitch und Yaw verdreht ist. Das stimmt nicht so ganz. Das Roll, das stimmt. Wenn ich da jetzt drehe, dreht sich das Ding um die Achse, die der Projektor schaut, kann man sagen. Also die Blickrichtung des Projektors. So, das heißt, wir drehen das wieder auf 0 und jetzt schauen wir, dass wir das Ding irgendwie drehen können. Nein. Okay. Ah, das schaut schon fast gut aus, aber ich glaube, ich habe es in die falsche Richtung gedreht. Das heißt, wir müssen plus minus 90 Grad. Na komm, dreh dich. Dreh dich. Ganz zu viel. Ja, gut. Kontrolle. Der Ring schaut zu uns, das ist sehr schön. Das Ding ist ein bisschen sehr nah, okay. Das heißt, wir müssen da jetzt wieder ein bisschen mit dem Offset spielen. Und zwar sagen wir Offset horizontal. Gehen wir mal, nein. Und noch ein bisschen. Und Forward würde ich auch gern, dass er ein bisschen weiter weg ist wieder. Also gehen wir auf 5. Ja, okay. Da gehen wir auf 3. Kontrollieren. Das war aber natürlich ein Block zu viel. Das heißt, wir setzen das wieder auf 2. Perfekt. Jetzt muss ich nur schauen, dass ich das ganze Ding natürlich auch in die Höhe richtig kriege, aber ich glaube, ich werde es noch eins höher setzen, weil ich will, dass dieser Ring über den Projektor schaut. Denn dann habe ich hier die Möglichkeit, mit diesem Conveyor ein Netzwerk, also ein Förderbandsystem über den Projektor drüber zu bauen, der in diese Richtung schaut und dann mit diesem Ring quasi verbunden ist und ich das Schiff quasi direkt andocken kann und über das Conveyor-System mit Eis befüllen kann, denn ich habe hier einen zweiten Cargo-Container aufbaut, in dem nur Eis drinnen landet. Das heißt, alles, was ich mit der Farming-Kuh sammle, geht dort rein, geht hier runter in den ersten Container, der sich da in etwa befindet, wird dann durch einen Sorter nach rechts rübergeleitet in den H2O2-Generator und in den Eis-Container, der mit dem hier verbunden ist und ja, über den Projektor hinweg das Schiff dann betanken kann. Das heißt, ich muss jetzt auf jeden Fall noch das Offset nach oben korrekt hinkriegen. Das heißt, das wäre das Horizontal Offset. Nein, das Vertical. Genau, da möchte ich plus 1, was in dem Fall minus 1 ist, weil es eigentlich jetzt gerade am Kopf steht aufgrund der Pitch-Rotation. Jetzt haben wir das Schiff oder das Hologramm so platziert, wie ich es im Endeffekt haben will, um es dann fertig zu bauen. Damit ich es bauen kann oder schweißen kann, muss es aber fix verbunden sein mit irgendetwas. Das heißt, ich brauche jetzt hier eine Verbindung von der Base oder vom Projektor oder von irgendwas anderen, zumindest einen Block
des Hologramms. Das heißt, ich werde mir jetzt ein paar Stahlplatten holen. Und zum Glück kann ich auf mein Netz zugreifen durch die Kanonen. Dann hole ich mir hier ein paar Stahlplatten. Zack. Und kann jetzt einfach mal nur so einen Block, noch einen Block und noch einen Block setzen. Und danach werden wir sehen, dass dieser rote Block plötzlich markiert ist. Das heißt, ich könnte diesen Block jetzt schon schweißen. Bräuchte nur die Ressourcen dafür. Er würde sogar in der Farbe dann da sein, wie er gerade abgebildet ist. Jedoch habe ich halt mit diesen Projektoren schon ein bisschen einen inneren Kampf geführt. Und zwar, das Problem ist nämlich, wenn ich jetzt zum Beispiel, ich zeige es euch einfach mal, diesen Block schweiße, zeigt er mir sofort danach an alle anderen Blöcke, die ich jetzt schweißen könnte, wie zum Beispiel diesen schrägen 2x1x1 Slope Block, sowie den Connector, sowie diesen Block, sowie genau das Triebwerk und auch dahinter den großen Hydrogentank. Problem, was ich aber nur habe, ist, wenn ich jetzt nicht nah genug am Hydrogentank dran bin und diesen schweiße, schweiße ich unabsichtlich den Rahmen quasi, den Kastenrahmen rundherum und komme nachher nicht mehr dazu, diesen Tank zu schweißen, weil ich zuerst alles rundherum geschweißt habe und dann kein Blickkontakt mehr zu dem Tank habe und somit den nicht fertig schweißen kann. Da gibt es eine Abhilfe, und zwar indem man im Projektor einstellt, wo ist es? Show only buildable. Wenn ich das jetzt anhacke, verschwindet quasi das ganze Hologramm, ist aber im Hintergrund noch immer da. Jetzt zeigt er mir aber nur mal an, was ich aktuell schweißen könnte. Das heißt, ich kann nicht unabsichtlich irgendetwas schweißen, was ich nicht schweißen sollte, weil ich dahinter etwas verdecke. Und das hat mir beim Arbeiten mit dem Projektor schon einiges geholfen. Großer Vorteil ist dadurch, dass diese Dinge jetzt eben auch quasi dargestellt werden durchs Hologramm, kann ich die mir einfach mit der LT-Taste in den Bildplaner rufen, gehe irgendwo hin, wo ich Verbindung zu meinem Assembler habe, sage bitte bauen, sehe, dass der die Produktion startet, warte einfach, bis alle Teile fertig sind. Und dann kann ich das Ding direkt schweißen. Wie viele Stahlplatten habe ich noch eingesteckt? 40. Wie viel brauchst du? Na, dich kann ich jetzt auch schweißen. Und wie ihr seht, sobald ich den fertig geschweißt habe, tauchen daneben die nächsten Blöcke auf, die jetzt zum Schweißen bereit wären. Ja, das funktioniert schon mal gut. So. Schauen wir mal, wie weit ist der Assembler. Ja, der braucht noch ein bisschen, okay. Was halt wichtig ist, ist, wenn man so etwas macht, man sollte schauen, dass man über die Zentralachse des Projektors einmal ins Zentrum hineinkommt, in die Mitte des Schiffes, und man sollte sich dann eher von der Mitte nach außen arbeiten, in alle Richtungen, anstatt dass man zuerst eine Seite fertig macht und dann unabsichtlich eben, wie gesagt, etwas außerhalb des Tanks hier, dann außerhalb des Tanks hier, und dann die letzte Seite vielleicht auch noch macht und dann kommt man nachher nicht mehr zu dem Tank. Das ist dann ganz, ganz problematisch. Da gibt es aber auch eine coole Abhilfe, um das zu kontrollieren. Und zwar, wenn man im Projektor drinnen ist, sieht man jetzt rechts unterhalb meiner Markierung Type Projektor, Maximum Required Input 200 Watts, Build Progress 3 von 281. Das heißt, ich sehe, wie viele Blöcke ich schon geschweißt habe. Wenn ich das ganze Ding fertig habe, oder denke, dass ich es fertig habe, kann ich mich dann nochmal reinschauen oder reinsetzen und hinschauen und sehe dann, wie viele Sachen ich wirklich geschweißt habe. Weil wenn da steht dann zum Beispiel 280 von 281, aber ich sehe außen kein Hologramm mehr, heißt das, dass ich wahrscheinlich im Innenraum irgendwo irgendetwas vergessen habe, was vielleicht essentiell ist, wie eine Batterie oder einen Generator oder keine Ahnung, was auch immer. Und im Endeffekt stürzt mir das Teil dann ab, sobald ich die Nabelschnur trenne. Und das wollen wir ja natürlich nicht. Aber ich werde jetzt einmal weitermachen. Der soll schon fertig sein, genau. Das heißt, bitte alle Teile her.
Wir schweißen jetzt nochmal den Connector. Perfekt. Und jetzt sehen wir, dass der Block darüber auch aufgetaucht ist. Ist noch immer ein Hologramm, weil ich kann durch. Aber ich könnte diesen jetzt dann auch schon schweißen. Was ich aber als nächstes auf jeden Fall machen möchte, ist einmal den Tank. Weil, wie gesagt, das ist was Essentielles, was ganz was Wichtiges. Den darf ich auf keinen Fall vergessen. Nehmen wir den Bildplaner. Hau mich irgendwo zu einer Verbindung zu meinem Conveyor-System und sag, bitte alles bauen. Und da rennt die Produktion auch schon. Das sind wieder einige Teile. Aber ja, so läuft es im Ganzen mit diesen Projektoren und Hologrammen und Bauplänen ab. Was eine ziemlich coole Sache ist und einem die Arbeit enorm erleichtert. Und ja. Mehr gibt es da eigentlich gar nicht großartig zum sagen. Das Einzige, was wichtig ist, was vielleicht im Vorhinein interessant ist, wenn man jetzt etwas abspeichern möchte als Bauplan. Wir können das ja gleich mal mit der Farming-Kuh ausprobieren. Das heißt, Batterien auf Auto, Triebwerke an, abkoppeln, leicht abheben, ranzoomen. Dann gehen wir mal auf die Seite. Jetzt sollten wir das Ding nämlich landen. Oder irgendwo sein, wo es keine Gravitation gibt. Denn ich würde es immer empfehlen, einen Bauplan von etwas zu erstellen, wenn die Triebwerke abgeschaltet sind. Ansonsten wäre es so, dass dieses Ding, während es gebaut wird, quasi Strom verbraucht. Oder noch schlimmer, in dem Fall wie hier, das Ding ist mit Hydrogentriebwerken gepowert. Es würde, wenn ich jetzt als Beispiel bei der Tachi die Triebwerke eingeschalten habe, den Blueprint, also den Bauplan erstelle und so abspeichere und jetzt als nächstes das Triebwerk schweißen würde, würde das die ganze Zeit laufen und somit, auch wenn es nur minimal ist, aber dennoch würde es die ganze Zeit Sprit verbrauchen, obwohl ich den Rest des Schiffs noch gar nicht fertig geschweißt habe oder noch gar nicht fertig konstruiert habe. Dementsprechend immer zum Empfehlen, Triebwerke beim Erstellen eines Bauplans abschalten. So, die sind abgeschalten, die Turbinen drehen sich nicht. Wie mache ich jetzt aus diesem Ding einen Bauplan? Ganz simpel. Am rechten Stick draufdrücken. Einmal RT, also rechter Trigger. Und dann habe ich das Bauplan-Menü, Blueprint Actions. Und da kann ich links oben sagen Create Blueprint und drücke RB, also den rechten Bumper. Das dauert dann ganz kurz. Und schon haben wir die Farm-Kuh als Blueprint. So. Die möchte ich jetzt aber auch noch ganz schnell umbenennen. Sehr gut. Und dann könnte ich theoretisch mit Publish sagen, ich möchte das Ding auf dem Workshop hochladen. Da habe ich dann zur Auswahl, ist das Ganze ein Schiff, ein Rover, eine Base oder was anderes. Das hier ist ein Schiff. Und ich sage mit X OK. Jetzt wird das ganze Ding hochgeladen auf dem Workshop namens mod.io. Und jetzt könnte ich sogar mit Yes den Internet Explorer auf der Xbox öffnen und mir die Seite anschauen, wo das Ding zu finden ist. Das machen wir jetzt aber nicht, das interessiert keinen. Jedenfalls wäre das schon wieder alles. Das heißt, ich könnte jetzt dann auch beim Projektor, natürlich nicht bei diesem hier, weil ich brauche für das Schiff wieder einen Small Grid Projektor, könnte ich mir dieses Ding anzeigen lassen und dann eins zu eins nachbauen, genauso wie es hier ist, in dem schönen, cool weiß-schwarz gefleckten Kuhfarben mit dem rosanen Euter dran. Aber das ist eine andere Sache. So, Triebwerke wieder an. Hoch mit dir. Ausrichten. Wenn die leer ist, ist die so manövrierfähig, diese Kuh. Rüber auf den Dockingplatz. So, wir sind angedockt. Triebwerk aus, Batterie auf Recharge und fertig. In der Zwischenzeit sollte jetzt eigentlich auch schon alles fertig sein für unseren Large Hydrogen Tank. Da nehme ich mal alles raus. Steel Plates gehen sich nicht aus, okay, das macht nichts.
Und jetzt haben wir das Problem, oder die Gefahr ist da, dass wir die restlichen Ressourcen, die wir uns jetzt genommen haben, sind nur Stahlplatten. Das heißt, ich könnte theoretisch diesen roten Block hier schweißen. Das will ich aber nicht, denn ich möchte zuerst den Hydrogentank fertig schweißen. Wie verhindere ich, dass ich diesen roten Block schweiß? Ziemlich simpel, ich gehe in das Hologramm hinein. Denn jetzt blockiere ich quasi den Platz, den das Hologramm einnehmen würde, oder der Block einnehmen würde, und somit kann ich den Block nicht unabsichtlich schweißen, sondern nur den Hydrogentank. Wenn ich jetzt rausgehen würde und schweißen drücke, sieht man, ich habe dieses Gitter schon gemacht und komme da jetzt nicht mehr zum Hydrogentank hin. Also, wie gesagt, mit dem Projekt arbeiten muss man ein bisschen aufpassen. Ist ein bisschen eine gefinkelte Sache, aber wenn man es mal draußen hat, dann hilft es enorm, denn man muss sich kein Design mehr ausdenken, man muss nicht im Nachhinein noch irgendwie kontrollieren, habe ich alles. Man schweißt einfach das, was man schweißen soll, und die Sache ist erledigt. Mehr gibt es da nicht wirklich großartig zum Sagen. Das heißt, ich werde mir da jetzt nochmal ein paar Platten in Auftrag geben, am besten 1000 Stück. Und werde da jetzt noch ein bisschen weiter schweißen. Da muss ich natürlich auch irgendwann das Hydrogentriebwerk da schweißen. Das heißt, ich werde mir da schon mal in Bildplaner reinhauen. Und viermal das kleine Triebwerk, denn wir haben auf jeder Seite ein kleines Triebwerk. Und die gebe ich auch gleich zusätzlich in Auftrag. Okay, ich muss hier runter aufladen. Kann ich auch gleich meine Hydrogenflasche aufladen? Falls da drinnen überhaupt wieder Platz ist. Nein, es ist nicht, natürlich. Weil das wieder so kompliziert machen. Dann nehme ich mir schon mal ein paar Platten mit, beziehungsweise schau mal nach, wie schaut es da aus mit der Produktion. Wir werden das alles nach oben schieben oder zusammenschieben, damit die Produktion ein bisschen schneller vorangeht. Perfekt. Jetzt nehme ich mir mal da ein paar Stahlplatten mit und kann schon mal weiter am Rahmen unseres Schiffes schweißen. Wie gesagt, da machen wir zuerst unten weiter. Ich kenne das Schiff ja zum Glück, weil ich es selbst schon gebaut habe, beziehungsweise sogar entworfen habe. Ich kann hier fast stolz auf mich sein. Und wie ihr sehen könnt, es geht wirklich ruckzuck, denn ich erspare mir das Platzieren der Blöcke. Somit habe ich diesen Rahmen da jetzt in ein paar Sekunden zusammengeschweißt, wo ich normalerweise wahrscheinlich ein paar Minuten dafür braucht hätte, zuerst mal die richtigen Blöcke auswählen, dann richtig drehen, dass sie so passen, wie sie sind, dann vielleicht, weil ich unabsichtlich doppelt RT drückt habe, einen wieder wegschneiden, dann wieder auswählen den Block, dann den anderen Block auswählen, der was hier in die Ecke reinpasst, 10.000 Mal verkehrt drehen und dann wieder richtig drehen und platzieren und. So gehe ich einfach her, schweiß das Ding. Und die Sache ist so gut wie erledigt. Geht dahin. Dieses Schiff, was ich da fertig schweiß, das werden wir dann auch in der nächsten Episode auf jeden Fall verwenden, um ins Weltall hinaufzufliegen.
Das Schiff selbst, die Tachi, wie gesagt, gibt es auch auf meinem Workshop zum Finden. Also falls ihr Interesse habt, das Ding euch runterzuladen. Ich werde wahrscheinlich den Link für den Mod, wie es hier genannt wird, also den Bauplan, in die Videobeschreibung reinknallen. Sowie den Link zur Muku und auch zu unserem coolen Rover. Die Eisbohr-Plattform, weiß ich nicht, ob ich die als Blueprint abspeichern werde. Sie funktioniert, ich habe sie zum Laufen gekriegt. Ich habe sie jetzt inzwischen auch ein bisschen lackiert, wie sie am Bild oder am Thumbnail vielleicht gesehen habt, dass sie nicht mehr komplett weiß ist. Jedenfalls werde ich die nicht hochladen als Blueprint, weil es einfach viel zu klein ist und unnötig, dafür extra einen Bauplan zu verwenden und dann irgendwie dort einen Projektor aufzustellen, wo man sie hinhaben will mit Stromversorgung und das Ding nachzubauen. Da seid ihr besser dran, wenn ihr das selbst zusammenbaut. Ansonsten gibt es eigentlich nicht mehr allzu viel zu sagen zu diesen Projektionen. Der Projektor ist was ganz was Cooles. Ich kann ihn jedem empfehlen, der was weiß, dass er ein bestimmtes Schiff mehrmals bauen möchte oder eben ein bestimmtes Schiff aus dem Workshop sich runterladen will, weil er jetzt, keine Ahnung, unbedingt die Enterprise oder die Galactica oder eine UNSC-Fregatte von Halo haben möchte. Gibt es alles dort zum Runterladen? Wie komme ich dorthin? Man haltet den rechten Bumper, also RB, drückt B zusätzlich, kommt ins Blueprint-Menü, da sieht man dann seine eigenen Sachen und kann hier dann auch Open Workshop drücken und sieht da dann sogar unterm Reitership verschiedene Sachen, die man sich runterladen kann, anschauen kann, ja, je nachdem, wie es einem gefällt. Dort einfach mal reinschnuppern, Sachen anschauen, ausprobieren. Schadet nicht, ich habe es auch schon gemacht, ich habe auch schon ein paar Schiffe runtergeladen. Aber mein kreativer Geist in mir schreit immer, bau selber, entscheid selber, design selber, mach selber. Und ja, deswegen habe ich mir hier auch die Tachi als kleine Variante aufgebaut, falls irgendwer kennt, die Rosinante von Expanse. Da werde ich vielleicht auch irgendwann einmal eine größere Variante bauen, die was dann wirklich auch einen richtig coolen Innenraum hat. Mit mehreren Decks, so wie in der Serie, aber das ist Zukunftsmusik, das mache ich dann erst, wenn die Vollversion da ist, damit ich auch die ganzen kosmetischen Klimps, Klamps und Krimskrams verwenden kann. Aber ja, wie gesagt, das war jetzt die Folge betreffs Projektor und Baupläne. Ich hoffe, es hilft euch ein bisschen weiter, denn wie gesagt, auf der Xbox ist immer alles ein bisschen anders als am PC. Und ja, wenn es hilfreich war, besten einen Daumen hoch oder falls ihr Fragen habt, in die Kommentare reinschreiben. Ich sage auf jeden Fall an der Stelle danke fürs Zuschauen und wir sehen sich das nächste Mal. Bis denn. Ciao.